Lass uns wieder mal ein Review zu einem TT-Produkt machen. Und zwar zum TT Shoulder Bag. Ja, genau das hier. Was so super duper klingt, ist nichts anderes als ja, eine Laptop-Organizer-Arbeitsschul-Irgendwas-Tasche, die halt zum Umhängen über die Schulter ist. Und zwar mit 1, 2 und 3 Taschen. Aber weißt was? Schauen wir es uns ganz einfach an. Also was ist das Ganze? Ja, eine taktische Reisetasche oder Arbeitstasche, in der man halt auch versteckt irgendwelche Waffen transportieren kann. Alles mit dem modularen System, das heißt in den zwei Hauptfächern hast du genügend Möglichkeit, um Ausrüstung anzubringen. Möchte ich dazu sagen, dass diese kleinen Taschen hier zum Beispiel, die es auch von TT gibt, nicht im Lieferumfang mit dabei sind und natürlich auch nicht das hier. Denn das habe ich zum Beispiel am EDC-Kanal vorgestellt. Das ist ein sehr kleines, leichtes Teil, das ich mir auf Amazon geholt habe. Auch modular einsetzbar mit 2 oder 3 oder 4 Schlaufen, gibt es unterschiedliche Systeme dazu. Und hier mein Hoto-Schraubendreher, der einfach alles kann, was ich so brauche. Aber gut. Kannst also alles anbringen, was irgendwie glättfähig ist. Aber bevor wir uns das Innenleben im Detail anschauen, beginnen wir außen. Alles mit 2-Wege-Reißverschlusssystem, absperrbarer Zip und 2 bei beiden Fächern, hinten und auch vorne. Ein schöner Handgriff, den man aber nicht verstecken kann. Was meine ich damit? Manchmal gibt es bei TT irgendwelche Geheimfächer, die solche Griffe verschwinden lassen. Das ist hier nicht der Fall. Aber egal, stört ja nicht. Dann gibt es hier 2 Kompressionsschlaufen, die auch diese schönen Bommel hier drauf haben. Das ist bei TT mittlerweile Standard. Das bedeutet, du kannst dieses überschüssige Schnur- und Bandmaterial hier verstecken. Finde ich gut, finde ich gut. Aber diese 2 Schlaufen könnte man vielleicht auch dazu benutzen, um Ausrüstungsgegenstände zu montieren, oder? Zum Beispiel ein Blasrohr. Das ist eines meiner Cold Steel Blasrohre. Ja, ich bin hier erwachsen worden. Ich denke mir aber, dass diese beiden Schlaufen auch dazu da sind, um eine Sicherung herzustellen. Ich mutmaße, dass jetzt hier das Frontfach nicht so einfach aufgeht, wenn da irgendwelche schweren Teile wie irgendwelche Waffen oder sonst irgendwas drin ist, dass das alles vielleicht hält. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das eine Funktion ist. Aber gut, was gibt es noch außen zu sehen? Ja, und zwar logischerweise so ein Shoulderbag muss auch einen Schultergurt haben. Der hat auch dabei einen Schulterschoner für den Riemen. Du weißt schon, was ich meine. Ist fix praktisch. Die sind hier hinten angebracht und ich könnte mir vorstellen, dass man aus diesem Shoulderbag daher auch einen ganz normalen Anti-Shoulderbag machen kann. Tada! Und schon ist es nur mal eine klassische Aktentasche. Und ich glaube, dass die bei TT da gut nachgedacht haben, denn jetzt könnte man diese Schlaufe, ja, und auch die Schlaufen, die hier seitlich angebracht sind, dazu benutzen, um hier ein Flexicord mit anzubringen. Ja, dann kriegt man da auch noch Ausrüstung rein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wozu. Vielleicht hast du eine Idee, ich sag's noch einmal. Dann schreib einfach einen Kommentar. Aber es geht. Übrigens ganz langsam, diese Knubbel hier, oder diese Befestigungen, einsetzen, fertig. Und das bedeutet, nach hinten schieben, nach unten drücken und fertig ist es so. Ziemlich simpel, wenn sogar ich schaff, schaffst das du auch. Na endlich sind wir außen fertig, jetzt können wir uns auf die inneren Werte konzentrieren, und zwar das Frontfach. Gut, da gibt es nicht viel Besonderes zu sagen, es ist einfach ein Frontfach. Das heißt, du kannst die Ausrüstung einfach reinwerfen. Billige Eigenwerbung, das ist zum Beispiel unsere EDC für das SD Alox mit Lampe. Wenn dir das interessiert, komm in meinen Shop vorbei. Oder das hier. Ja, das darf man in Deutschland legal besitzen. Besitzen. Gebe ich da auch den Link, wo du das haben kannst. Ah, zurück zur Tasche. Wie gesagt, 2-Wege-Reißverschlusssystem und du kannst hier nicht ganz bis nach unten zippen. Ich glaube, du siehst das. Das bedeutet, es bleibt immer, wenn du die Tasche vor dich hinstellst, es bleibt immer etwas Platz, dass nicht alles gleich rausfällt. Das finde ich sehr praktisch, hat aber auch den Nachteil, dass man sie halt nicht hinlegen kann und komplett aufziehen kann. Das ist bei diesem modularen System eben so, dass dann der Frontbereich nicht aufgeklappt werden kann, also nicht komplett aufgeklappt werden kann. Ist das ein Nachteil? Also ich finde es als Vorteil, aber wenn du es als Nachteil siehst. Ich habe hier dieses Modular-Mesh-Zeug drauf mit SD-Karten etc. Und natürlich ist das alles billige Eigenwerbung. Ich gebe dir den Link, wo du die ganzen Teile hier bekommen kannst, ist hier ganz klar. Zu dem modularen System sind hier Schlitze für Molle bzw. für Schlaufen. Nämlich für Schlaufen, damit man hier zum Beispiel irgendwelche Kanonen oder sonst irgendetwas anbringen kann. Muss ich ja nicht tun, aber ich könnte eine Armbrust reingeben, wenn ich das wollte.
Ja, könnte ich, wenn ich wollte. Egal. Zurück zum Thema. Hier kann man Gurte einspannen oder du gibst wirklich ein klassisches Molle-Ausrüstung rein. Sehe ich aber nicht als allzu sinnvoll an. Aber wer weiß. Und was ich komplett vergessen habe, das hintere Fach, da sind auch solche Gummischläuche drauf auf dem Zipper, damit sie noch einfacher und schneller aufgehen. Und ich glaube, dass das hier hinten das wirkliche Waffenfach ist. Ja? Hier ist das Waffenfach. Auch da könnte man jetzt Schlaufen reinbringen, dass man hier eine Waffe montieren kann oder ein Holster oder sonstiges. Und es gibt auch im Frontbereich die Möglichkeit, hier Klettsachen anzubringen. Ganz modular einfach. Oder wenn du sagst, das brauche ich ja alles nicht, Reine. Nämlich, so wie ich, der Reine. Ich brauche das auch alles nicht. Ich habe hier meine drei Teile. Da habe ich, wie gesagt, SD-Karten, USB-Sticks, ein paar Kabel und diese lästigen Stecker, die man braucht, damit man mit den unterschiedlichen Endgeräten irgendwie aufladen kann. Sei es drum. Und mehr gibt es nicht. Da kommt mein Laptop rein und hier vorne auch noch einmal ein Zeug und hier auch noch einmal ein Zeug. Und zusammengerammt ist, wie man in Österreich sagt, zusammengerammt. Die genauen Abmessungen, all das Zeug, gib mir da den Link, wo du das bekommen kannst. Ich glaube, das sind 31 und so irgendwas, wurscht. Und es gehen 18 Liter rein, für die das interessiert. Aber was mich interessiert ist, das Eigengewicht liegt ein bisschen über ein Kilo. Das bedeutet, das Teil ist leichter als diese Organisations- und Officer- und wie sie alle Taschen, wie sie alle heißen, von TT, die es in der Vergangenheit gegeben hat, aber glaube ich jetzt auch noch im Sortiment sind, die ein höheres Eigengewicht haben. Dadurch aber auch mehr Struktur haben, nämlich von der Tasche selbst. Es ist halt alles ja, einfach und leicht gedacht und gemacht. Musst du entscheiden, was da lieber ist. Ich mag sie. Ich mag sie. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das ganze Teil schon über ein Jahr im Einsatz und mag es. Es ist mir nur ein einziges Mal jetzt etwas passiert, was ich sage, das kann doch nicht sein. Nein, ist eh egal, schau her. Hier ist das erste Mal ein Faden, der bei TT rausgegangen ist. Das erste Mal, dass ein Faden bei TT rausgegangen ist. Das kann doch nicht sein. Das haben wir gleich. Sowas aber auch. Haha, und das ist für all jene, die vorher gelacht haben, dass ich ein Classic SD Mini-Taschenmesser mit dabei habe. Haha, jetzt lache ich. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich gebe dir den Link, wo du das Teil bekommen kannst, bei mir oder bei einem anderen Partnershop, wie auch immer. Schau einfach vorbei. Ich mag's. Magst du sie auch? Schreib einen Kommentar. Magst du sie nicht? Schreib auch einen Kommentar. Und ich sag nur eins. Es ist viel besser, man ist organisiert als blamiert. Oder? Gibt gar keinen Sinn. Egal.